Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zum Mediengespräch der Schweizerischen Nationalbank. Zunächst werde ich Ihnen unseren geldpolitischen Entscheid und unsere Einschätzung der Wirtschaftslage erläutern, sowie eine Änderung in unserem geldpolitischen Konzept erklären. Danach wird Fritz Zurbrügg unseren diesjährigen Finanzstabilitätsbericht präsentieren. Im Anschluss wird Andrea Mechler über die Lage an den Finanzmärkten zum Stand der LIBOR-Ablösung sowie zum Beitritt der Nationalbank zum Network for Greening the Financial System sprechen. Nach diesen Ausführungen stehen wir Ihnen wie üblich für Fragen zur Verfügung. Ich beginne mit unserem geldpolitischen Entscheid. Wir belassen unsere Geldpolitik unverändert expansiv. Der Zins auf Sichteinlagen der Banken bei der Nationalbank beträgt weiterhin minus 0,75% und wir bleiben bei Bedarf am Devisenmarkt aktiv, wobei wir die gesamte Währungssituation berücksichtigen. Unsere expansive Geldpolitik ist weiterhin notwendig. Damit stabilisieren wir die Preisentwicklung und unterstützen die Wirtschaftsentwicklung. An unserer Lagebeurteilung haben wir auch entschieden, unser geldpolitisches Konzept leicht anzupassen. Die bisherige Rolle des Zielbands für den 3-Monats-LIBOR übernimmt fortan der neu eingeführte SNB-Leitzins. Aktuell beträgt der SNB-Leitzins minus 0,75%. Der Grund für diese Anpassung ist, dass die Zukunft des LIBORs über das Jahr 2021 hinaus nicht gesichert ist. Die britische Finanzmarktaufsicht wird das Bestehen des LIBORs nur bis Ende 2021 durchsetzen. Das dem LIBOR zugrunde liegende Geldmarktgeschäft ist stark geschwunden. Damit wurde auch seine Berechnungsgrundlage infrage gestellt. Da unsere Geldpolitik mittelfristig ausgerichtet ist, passen wir unser Konzept bereits jetzt an. Unsere Inflationsprognose beruht auf der Annahme eines unveränderten Zinssatzes über die gesamte Prognosedauer von 3 Jahren. Die aktuelle Prognose reicht also erstmals über das Ende von 2021 hinaus. Die Einführung des SNB-Leitzinses stellt sicher, dass die neue Prognose für den gesamten Prognosezeitraum auf dem gleichen Zinssatz beruht. Meine Damen und Herren, was ist nun der SNB-Leitzins und was ändert sich an unserem geldpolitischen Konzept? Lassen Sie mich Ihnen zur Beantwortung dieser Fragen kurz die 3 Elemente unseres geldpolitischen Konzepts in Erinnerung rufen und die Auswirkungen der Anpassungen erklären. Das erste Element definiert die Preisstabilität. Die Nationalbank setzt Preisstabilität mit einem Anstieg des Landesindexes der Konsumentenpreise von weniger als 2% pro Jahr gleich. Preisstabilität soll mittelfristig gewährleistet sein. Dieses Hauptziel unserer Geldpolitik bleibt unverändert. Das zweite Element ist unsere bedingte Inflationsprognose. Sie wird quartalsweise, jeweils über einen Horizont von 3 Jahren, erstellt. Die Inflationsprognose dient uns als Indikator dafür, ob die aktuelle Geldpolitik geeignet ist, die künftige Inflation im Bereich der Preisstabilität zu halten. Sie ist sozusagen der Kompass, der uns anzeigt, ob wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Die Inflationsprognose spielt außerdem eine wichtige Rolle, weil sie der Öffentlichkeit Hinweise über den künftigen geldpolitischen Anpassungsbedarf gibt. Die Inflationsprognose geht von einem unveränderten Zinssatz über den gesamten Prognosezeitraum aus. Bisher war dies der 3-Monats-LIBOR, neu wird dies der SNB-Leitzins sein. Das bringt mich zum 3. Element unseres geldpolitischen Konzepts. Es legt fest, wie wir das angestrebte Zinsniveau am Geldmarkt kommunizieren. Bisher haben wir dafür das Zielband für den 3-Monats-LIBOR verwendet. Neu
legen wir den Essen-Belei-Zins fest. Wir werden bei der Umsetzung unserer Geldpolitik sicherstellen, dass die kurzfristigen, besicherten Geldmarktsätze in der Nähe des Essen-Belei-Zinses liegen. Dabei haben wir den SARON, den aussagekräftigsten kurzfristigen Frankenzinssatz, im Fokus. Der SARON ist ein Tagesgeldsatz. Weil wir neu auf einen Tagesgeldsatz fokussieren und nicht mehr auf einen Dreimonatszinssatz, braucht es auch kein Zielband mehr. Dieses war früher nötig, weil Erwartungen über die zukünftige Geldpolitik den Dreimonatssatz stark beeinflussen konnten. Der Essen-Belei-Zins dient auch zur Festlegung der Konditionen von geldpolitisch relevanten Geschäften mit der Nationalbank. Die Verhältnisse am Geldmarkt werden zurzeit durch den Zinssatz, den die Banken auf ihre Sichtguthaben bei der Nationalbank zahlen, bestimmt. Wir haben festgelegt, dass der Zins auf den Sichtguthaben der Banken bei der Nationalbank zurzeit dem Essen-Belei-Zins entspricht und somit weiterhin minus 0,75% beträgt. Ich fasse nun die Bedeutung des Essen-Belei-Zinses zusammen. Wir werden fortan unsere Zinsentscheide durch die Festlegung der Höhe des Essen-Belei-Zinses treffen und kommunizieren. Die bedingte Inflationsprognose beruht neu auf der Annahme eines unveränderten Essen-Belei-Zinses. Der Essen-Belei-Zins signalisiert das angestrebte Zinsniveau auf dem kurzfristigen Geldmarkt. Für die Beurteilung der tatsächlichen Bedingungen auf dem Geldmarkt steht für uns der SARON im Fokus. Konditionen für geldpolitisch relevante Geschäfte werden auf den Essen-Belei-Zins bezogen. Unsere aktuelle Geldpolitik und insbesondere deren Expansionsgrad bleiben durch diese Anpassung unverändert. Die Inflationsprognose vom März 2019 und die neue Inflationsprognose können direkt miteinander verglichen werden. Die Annahme eines unveränderten Zinses führt im gegenwärtigen Umfeld zu einer identischen Prognose, unabhängig davon, ob der Essen-Belei-Zins oder der 3-Monats-Libor konstant gehalten wird. Dies gilt auch für die Verhältnisse am Geldmarkt. Der 3-Monats-Libor und der SARON liegen zurzeit praktisch auf demselben Niveau. Die Festlegung des Essen-Belei-Zinses auf minus 0,75% bedeutet also unveränderte Verhältnisse am Geldmarkt. Ich habe in meinen Ausführungen mich auf die Umstellung auf den Essen-Belei-Zins aus der Perspektive der Geldpolitik konzentriert. Meine Kollegin Andrea Mechler wird auf die Umstellung im Markt vom Libor auf den SARON eingehen. Wir unterstützen diese Umstellung, denn denn aussagekräftige und verlässliche Referenzzinssätze sind sowohl für die Geldpolitik als auch für die Finanzmärkte von zentraler Bedeutung. Nun komme ich zurück auf die Erläuterung der Geldpolitik. Eine expansive Geldpolitik ist vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Preis- und Konjunkturentwicklung weiterhin nötig. Der Franken ist handelsgewichtet etwas stärker als im März und bleibt hoch bewertet. Die Lage am Devisenmarkt zeigt sich nach wie vor fragil. Der Negativzins sowie unsere Bereitschaft, bei Bedarf am Devisenmarkt zu intervenieren, sind unverändert notwendig, um die Attraktivität von Anlagen in Franken tief zu halten und damit den Druck auf den Franken zu verringern. Die neue bedingte Inflationsprognose liegt für die kurze Frist leicht höher als noch im März. Dies ist vor allem auf einen Anstieg der Preise für Importgüter zurückzuführen. In der längeren Frist ist die Inflationsprognose nahezu unverändert. Für 2019 liegt sie mit 0,6% höher als die im letzten Quartal prognostizierten 0,3%. Für 2020 erwarten wir eine Inflation von 0,7%, verglichen mit 0,6% im Vorquartal. Die Inflation liegt für 2021 bei
bei 1,1% und damit 0,1 Prozentpunkte tiefer als im Vorquartal. Die bedingte Inflationsprognose beruht auf der Annahme, dass der Essen-Beleitzins über den gesamten Prognosezeitraum bei minus 0,75% bleibt. Unserer Inflationsprognose liegen Annahmen zur Entwicklung der Weltwirtschaft zugrunde. Die Weltwirtschaft sendet weiterhin uneinheitliche Signale aus. Zwar belebte sich das BIP-Wachstum im ersten Quartal und sämtliche großen Volkswirtschaften verzeichneten ein überdurchschnittliches Wachstum. Gleichwohl neigte die Produktion in der verarbeitenden Industrie vielerorts weiterhin zur Schwäche. Dies ging mit gedämpften Investitionsausgaben und einem Rückgang des globalen Welthandels einher. Die Abschwächung der Industrietätigkeit ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Dazu gehören sektorspezifische Schwierigkeiten, besonders im Fall der Autoindustrie, wie auch die Auswirkungen protektionistischer Maßnahmen und einer erhöhten Unsicherheit. An den Arbeitsmärkten blieben die Signale insgesamt positiv. Die Zahl der Beschäftigten in den Industrieländern nahm erneut zu. Die Arbeitslosigkeit bildete sich weiter zurück und liegt nun auf oder nahe historischen Tiefständen. Die günstige Arbeitsmarktlage stützt die Konsumnachfrage. In unserem Basisszenario für die Weltwirtschaft gehen wir davon aus, dass sich das Wachstum in den kommenden Quartalen im Rahmen des Potenzials entwickelt. Stützend wirken in den Industrieländern die expansive Geldpolitik und in einigen Ländern auch die Fiskalpolitik. Der Inflationsdruck dürfte voraussichtlich moderat bleiben. Die Risiken gegenüber diesem Basisszenario für die Weltwirtschaft sind nach wie vor abwärts gerichtet. Allerdings sind sie ausgeprägter als an der letzten Lagebeurteilung. Im Vordergrund stehen dabei politische Unsicherheiten sowie die handelspolitischen Spannungen, welche zu erneuten Turbulenzen an den Finanzmärkten führen und die Stimmung der Wirtschaftsakteure weiterhin eintrüben könnten. Ich komme nun zu den Wirtschaftsaussichten für die Schweiz. Auch in der Schweiz belebte sich die Wirtschaftsdynamik zu Beginn des Jahres. Das BIP nahm im ersten Quartal gemäß der ersten Schätzung um 2,3% zu. Das Wachstum war in den Branchen breit abgestützt, der Arbeitsmarkt entwickelte sich ebenfalls positiv, die Beschäftigung nahm weiter zu und die Arbeitslosenquote blieb auf tiefem Niveau stabil. Insgesamt waren die Produktionskapazitäten der Schweizer Wirtschaft gut ausgelastet. Was die Entwicklung im zweiten Quartal und in den weiteren Monaten angeht, zeichnen Umfragen und Frühindikatoren zurzeit ein gemischtes Bild. Insgesamt deuten sie aber auf eine weiterhin günstige Dynamik hin. Selbst im verarbeitenden Gewerbe, das von der globalen Industrieschwäche am direktesten betroffen sein dürfte, wird eine weitere Verbesserung der Geschäftslage erwartet. Zuversichtlich stimmt auch, dass Investitions- und Rekrutierungspläne der Unternehmen positiv bleiben. Vor diesem Hintergrund rechnen wir für 2019 unverändert mit einem Wirtschaftswachstum von rund 1,5%. Die Risiken für dieses Szenario bleiben, ähnlich wie beim Szenario für die Weltwirtschaft, nach unten gerichtet. Insbesondere würde sich eine unerwartet starke Abschwächung der internationalen Wirtschaft rasch auf die Schweiz übertragen. Lassen Sie mich nun auf die monetären Rahmenbedingungen, also Wechselkurs und Zinsen, sowie auf die Inflationserwartungen zu sprechen kommen. Ich diskutiere hier nicht nur die Entwicklung über das vergangene Quartal, sondern die Entwicklungen seit unserem letzten Mediengespräch im Dezember. Die monetären Rahmenbedingungen sind heute ähnlich wie vor einem halben Jahr. Der Franken bleibt hoch bewertet, die Lage am Devisenmarkt ist weiterhin fragil. Im Mai, als sich der Handelsstreit zwischen den USA und China abermals verschärfte, wertete sich der Franken zusammen mit dem japanischen Yen auf.
Die beiden Währungen werden in Phasen der Unsicherheit als sichere Häfen gesucht. Angesichts der hohen Bewertung des Frankens und der Fragilität der Situation ist unsere Interventionsbereitschaft weiterhin nötig, ebenso wie der Negativzins. Damit komme ich zur Entwicklung der Zinsen seit Dezember. Die US-Zentralbank, Federal Reserve, signalisierte zu Jahresbeginn, dass sie sich mit weiteren Zinserhöhungen gedulden werde. Die langfristigen Zinsen, die sowohl in den USA als auch in der Schweiz und der Eurozone bereits im Herbst 2018 zu sinken begonnen hatten, sind seither weiter gefallen. Die Rendite auf 10-jährige Schweizer Bundesanleihen liegt heute bei minus 0,45% und damit rund 35 Basispunkte tiefer als im Dezember. Der globale Rückgang der langfristigen Zinsen reflektiert die erhöhten Risiken. Die Inflationserwartungen in der Schweiz schließlich sind im Vergleich zum Dezember leicht gesunken. Sie liegen aber weiterhin im Bereich von 0-2%, der Bereich, den wir mit Preisstabilität gleichsetzen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich die geldpolitischen Botschaften zusammenfassen. Die Inflation und die Inflationserwartungen liegen in der Schweiz im Bereich der Preisstabilität. Die bedingte Inflationsprognose ist für das laufende Jahr leicht höher als im März. In der mittleren Frist ist sie praktisch unverändert. Unsere Wirtschaft dürfte dieses Jahr um rund 1,5% wachsen. Allerdings sind die Risiken abwärts gerichtet. Der Franken ist weiterhin hoch bewertet und die Lage am Devisenmarkt bleibt fragil. Vor diesem Hintergrund ist unsere expansive Geldpolitik weiterhin notwendig. Mit dem Negativzins und unserer Bereitschaft, bei Bedarf am Devisenmarkt zu intervenieren, unterstützen wir die Wirtschaftsaktivität und gewährleisten die Preisstabilität. Sehr geehrte Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe nun das Wort an Fritz Zurbrügg. Sehr geehrte Damen und Herren, auch meinerseits herzlich willkommen. In meinen Bemerkungen werde ich die wichtigsten Ergebnisse aus dem diesjährigen Bericht zur Finanzstabilität vorstellen, die wir heute Morgen publiziert haben. Im ersten Teil gehe ich auf die Großbanken ein und im zweiten Teil meiner Ausführungen präsentiere ich unsere Einschätzung zur Lage der inlandorientierten Banken. Zu den Großbanken. Die beiden Schweizer Großbanken sehen sich einem internationalen wirtschaftlichen Umfeld und Bedingungen an den Finanzmärkten gegenüber, die seit unserer Einschätzung vor einem Jahr leicht schwieriger geworden sind. Trotzdem wurden bei der Umsetzung der revidierten Too-Big-to-Fail-Regulierung weitere Fortschritte erzielt. Dies gilt für beide Bereiche der Regulierung. Die Widerstandskraft zum einen und die geordnete Sanierung und Abwicklung, die sogenannte Resolution, zum anderen. Im Bereich Widerstandskraft haben die beiden Schweizer Großbanken Credit Suisse und UBS ihre Kapitalsituation insgesamt leicht verbessert. Sie erfüllen damit auf Konzernebene nahezu vollständig die finalen Schweizer Kapitalanforderungen bei laufendem Betrieb. Die heutige Kalibrierung dieser gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen ist notwendig, um eine ausreichende Widerstandskraft der beiden Banken sicherzustellen. Dies zeigen sowohl unsere Analysen ihres Verlustpotenzials als auch die historischen Verlusterfahrungen aus der letzten Finanzkrise. Der Markt beurteilt die Widerstandskraft der beiden Schweizer Großbanken insgesamt ähnlich wie vor einem Jahr. So blieben ihre Standalone-Ratings, welche die intrinsische Finanzkraft ohne außerordentliche Unterstützung durch Dritte bewerten, unverändert. Und auch die Prämien der Kreditausfallversicherungen liegen gegenwärtig wieder ungefähr auf dem Niveau von Mitte letzten Jahres, nachdem sie in der zweiten Jahreshälfte von 2018 angestiegen waren. Im Bereich Resolution haben die Schweizer Großbanken seit der letztjährigen Bericht zur Finanzstabilität ihre Verlust-
Tragfähigkeit für den Krisenfall, den sogenannten Gone Concern, verbessert. Credit Suisse und UBS erfüllen bereits vollständig die entsprechenden finalen Anforderungen auf Konzernebene. Zusätzlich zu diesen Anforderungen auf Konzernebene hat der Bundesrat Anforderungen an die konzerninterne Verlusttragfähigkeit der beiden Großbanken erarbeitet und Anfang April im Rahmen der Revision der Eigenmittelverordnung in die Vernehmlassung geschickt. Diese Anforderungen sollen sicherstellen, dass nicht nur der Konzern als Ganzes, sondern auch bedeutende Konzerneinheiten über ausreichend verlusttragende Mittel für den Krisenfall verfügen. Die SNB unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen der Eigenmittelverordnung. Auch hinsichtlich der Liquiditätsreserven für den Krisenfall, dem Funding and Resolution, sind derzeit Arbeiten am Laufen. Diese Arbeiten sollen sicherstellen, dass die Großbanken sowohl im Vorfeld einer Resolution als auch unmittelbar danach über ausreichend Liquidität verfügen. Zu diesem Zweck erarbeitet die FINMA im Einklang mit internationalen Vorgaben sogenannte Resolution Funding Pläne. Sie ist derzeit daran, in Zusammenarbeit mit der SNB und den Banken den Liquiditätsbedarf der beiden Institute für mögliche Krisenszenarien abzuschätzen. Und schließlich sind beide Großbanken daran, ihre Schweizer Notfallpläne fertigzustellen. In diesen Plänen müssen die beiden Großbanken aufzeigen, dass sie die systemrelevanten Funktionen im Krisenfall ohne Unterbruch weiterführen können. Credit Suisse und UBS haben diesbezüglich in den letzten Jahren wichtige Maßnahmen getroffen. Beispielsweise haben sie Schweizer Tochtergesellschaften in Betrieb genommen, die ihre jeweiligen systemrelevanten Funktionen umfassen. Gemäß Beurteilung der FINMA sind seitens Großbanken noch Anstrengungen notwendig, um die Pläne innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist bis Ende 2019 fertigzustellen. Meine Damen und Herren, ich komme nun auf die inlandorientierten Banken zu sprechen. Die größten Risiken gehen für diese Banken unverändert vom Hypothekar- und Immobilienmarkt aus. Auf diesen Märkten hielten die Ungleichgewichte 2018 an. Sowohl die Hypothekarkredite als auch die Preise für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen setzten im 2018 ihr moderates Wachstum fort. Bei den Wohnrenditeliegenschaften sanken die Preise 2018 leicht. Dennoch bleibt die Gefahr einer Preiskorrektur in diesem Segment besonders hoch. Dies zum einen aufgrund der starken Preiszunahme in diesem Segment in den Jahren zuvor. Zum anderen deuten die weiter gestiegenen Leerstände darauf hin, dass die rege Bautätigkeit im Bereich Mietwohnungen zu einem Überangebot geführt haben könnte. In diesem Umfeld bleibt der Risikoappetit für die inlandorientierten Banken hoch. So wuchs der Hypothekarkreditbestand dieser Banken im vergangenen Jahr mit rund 4,2% ununterbrochen stark. Als besonders risikobehaftet ist dabei die gegenwärtige Kreditvergabepolitik der Banken im Segment der Wohnrenditeliegenschaften. Erstens wurde im vergangenen Jahr ein zunehmender Anteil der neuen Hypothekarkredite in diesem Segment zur Finanzierung von Liegenschaften in Regionen gesprochen, die eine hohe Leerstandsquote ausweisen. Zweitens sind die Tragbarkeitsrisiken bei den neu vergebenen Hypotheken zur Finanzierung von Wohnrenditeliegenschaften hoch und haben weiter zugenommen. Da viele dieser Kredite gleichzeitig auch bedeutende Belehnungsrisiken aufweisen, sind sie besonders anfällig in einem Szenario mit einer Korrektur der Immobilienpreise und einem deutlichen Zinsanstieg. Angesichts dieser Risiken bleiben wir der Ansicht, dass gezielte Maßnahmen bei der Kreditvergabe im Segment der Wohnrenditeliegenschaften notwendig sind. Die SNB unterstützt den Vorschlag des Bundesrates, die Kapitalanforderungen für Hypothekarkredite mit hohem Belehnungsgrad in diesem Segment anzuheben. Konkret
würden dabei die Risikogewichte für Kreditanteile erhöht werden, die 2/3 des Belehnungswerts einer Wohnrenditeliegenschaft übersteigen. Wir begrüßen auch die Bereitschaft der Schweizerischen Bankiervereinigung, als Alternative zum Bundesratsvorschlag eine Anpassung der Selbstregulierung in Betracht zu ziehen. Diese würde für neue Kredite zur Finanzierung von Wohnrenditeliegenschaften den Belehnungsgrad senken und die Amortisationsdauer verkürzen. Nach Einschätzung der SNB halten die inlandorientierten Banken genügend Eigenmittel, um die eingegangenen Risiken zu tragen. Auch wenn die Profitabilität der inlandorientierten Banken 2018 aufgrund der weiter gesunkenen Zinsmargen abgenommen hat, konnten diese Banken ihre Kapitalsituation aufrechterhalten. Stresstests der Nationalbank deuten weiter darauf hin, dass die meisten dieser Banken dank ihrer guten Kapitalausstattung die Verluste decken könnten, die unter ungünstigen Szenarien anfallen würden. Die erwähnten Maßnahmen sollen dazu beitragen, dass das Ausmaß der eingegangenen Risiken im Hypothekarmarkt auch zukünftig tragbar bleibt. Die Nationalbank ihrerseits wird die Entwicklungen am Hypothekar- und Immobilienmarkt weiterhin aufmerksam beobachten und wie bis anhin regelmäßig prüfen, ob der antizyklische Kapitalpuffer angepasst werden soll. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und ich gebe gerne das Wort meiner Kollegin Andrea Mechler. Mesdames, Messieurs, c'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Je vais d'abord commenter l'évolution sur les marchés financiers et le marché de change. Ensuite, j'aborderai la question du taux directeur de la BNS et du remplacement du Libor. Pour terminer, je donnerai quelques informations sur la récente adhésion de la BNS au réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système financier, le NGFS. Je commence donc avec l'évolution sur les marchés financiers et le marché des changes. Au premier trimestre 2019, les marchés à risque, en particulier les marchés des actions, se sont remis de la baisse qu'ils avaient subie au dernier trimestre de l'année passée. D'une part, cette amélioration est imputable au fait que la Réserve fédérale des États-Unis a signalé vouloir différer les prochains relèvements de taux d'intérêt. D'autre part, elle résulte des données économiques observées au premier trimestre qui étaient plus favorables que celles sur lesquelles les marchés tablaient à la fin de 2018. Dans plusieurs pays, les indices boursiers ont même atteint temporairement des pics historiques en avril. En mai et début juin, de nombreux indices ont reculé sous l'effet de perspectives conjoncturelles et inflationnistes plus faibles et, surtout, en raison de l'aggravation soudaine des différends commerciaux entre les États-Unis et d'importants partenaires tels que la Chine ou le Mexique. Au final, les principaux marchés des actions en Amérique du Nord et en Europe ont progressé d'un peu plus de 5% depuis la dernière conférence de presse en décembre. Par contre, les rendements des emprunts d'État ont globalement affiché une baisse considérable ces 6 derniers mois dans la plupart des pays industrialisés. L'évolution sur les marchés a reflété l'appréciation plus pessimiste des perspectives conjoncturelles et l'anticipation d'une phase plus étendue de politique monétaire expansionniste. La baisse de la propension au risque observée fin mai et début juin a entraîné une fuite vers des valeurs refuges, contribuant ainsi à un nouveau recul des rendements des emprunts d'État. Cette situation sur les marchés des actions et des obligations ne s'est répercutée que partiellement sur le marché des changes. D'une manière générale, les écarts de négoce et les primes de risque se sont inscrits à un bas niveau pour les principales monnaies, en dépit des incertitudes accrues sur les plans macroéconomiques et politiques. La volatilité du franc est elle aussi restée modérée. Depuis la dernière conférence de presse, le cours du franc,
pondéré par le commerce extérieur, n'a dans l'ensemble guère varié et continue de s'inscrire à un niveau élevé. Après la décision du Royaume-Uni de reporter sa sortie de l'Union européenne, le franc s'est affaibli en avril. Cette tendance est ensuite inversée en mai, lorsque le différend commercial entre les États-Unis et la Chine s'est aggravé et que le budget de l'Italie a suscité l'inquiétude. Compte tenu des nombreuses sources de risques, la menace de nouvelles pressions à la hausse pèse sur le franc. Ainsi, sur le marché des options, les coûts sont toujours plus élevés pour se prémunir contre une appréciation du franc que contre un affaiblissement. Le franc reste donc une valeur refuge et la situation sur le marché des changes demeure fragile. Par conséquent, le taux d'intérêt négatif et la disposition de la Banque nationale à intervenir au besoin sur le marché des changes sont toujours nécessaires. J'en viens à présent au taux directeur de la BNS et au remplacement du Libor. Comme Thomas Jordan l'a expliqué dans ses remarques introductives, nous avons décidé d'introduire le taux directeur de la BNS, car l'avenir du Libor n'est pas assuré. Le passage au taux directeur de la BNS ne modifie en rien le degré d'expansionnisme de notre politique monétaire actuelle. Toutefois, pour le marché financier et ses acteurs, le remplacement du Libor représente une tâche particulièrement exigeante. J'aimerais approfondir trois aspects de cette transition. Premièrement, le choix du SARON, le Swiss Average Rate Overnight, comme nouveau taux de référence. Deuxièmement, l'importance d'utiliser le SARON dans les produits financiers et de développer une courbe de taux d'intérêt liquide basée sur le SARON. Et troisièmement, la question de savoir comment calculer le versement d'intérêt pour des périodes plus longues sur la base d'un taux d'intérêt au jour le jour, comme le SARON. Que peut-on dire du premier aspect, c'est-à-dire du choix d'un nouveau taux d'intérêt de référence? En Suisse, le groupe de travail national sur le taux d'intérêt de référence a recommandé dès 2017 de recourir au SARON. Comme dans d'autres espaces monétaires, un taux de l'argent au jour le jour a ainsi été retenu comme solution de remplacement au Libor. Le SARON existe depuis 10 ans déjà. Et contrairement au Libor, il est basé sur des transactions effectives et des offres contraignantes pour les opérations overnight sur le marché monétaire gagé en francs. Ce segment du marché est plus liquide et plus large que le marché monétaire non gagé sur lequel repose le Libor. J'en arrive au deuxième aspect, l'importance de recourir davantage au SARON pour les produits financiers et de développer une courbe de taux d'intérêt liquide basée sur le SARON. Jusqu'à présent, le Libor est encore largement utilisé dans les produits financiers. Mais les acteurs du marché travaillent intensément au développement de nouveaux produits basés sur le SARON. Il s'agit, entre autres, de produits dérivés, en particulier de swaps de taux d'intérêt, pouvant servir à couvrir les risques de taux d'intérêt. Un marché de swaps de taux d'intérêt basé sur le SARON a été créé en 2017 déjà. L'activité sur ce marché est cependant encore faible. Le volume des transactions devrait toutefois augmenter dès que le SARON sera davantage utilisé dans les produits de prêt et de placement. La courbe des taux d'intérêt basés sur le SARON pourra alors prendre la relève de la courbe des taux d'intérêt basés sur le Libor. Les courbes de taux d'intérêt représentent un indicateur important pour les acteurs de marché, car elles servent de base à la formation des prix de produits de prêt et de placement à moyen et à long terme. J'en viens à présent au troisième aspect, comment calculer les intérêts à verser pour une période, par exemple, de 3 mois. Le Libor fournissait un taux à 3 mois pouvant être utilisé directement pour calculer les intérêts dus sur des produits tels que les prêts hypothécaires indexés sur le marché monétaire.
Recourir au SARON, soit un taux au jour le jour, pour ce type de prêt nécessiterait un paiement quotidien des intérêts, ce qui n'est pas réalisable en pratique. Le groupe de travail national a recommandé d'utiliser pour cela des valeurs moyennes du SARON. Il a présenté à cet effet différentes possibilités de mise en œuvre. Les acteurs du marché travaillent actuellement à la concrétisation de cette recommandation. Pour conclure, j'aimerais souligner que le SARON est en train de s'établir comme principal taux d'intérêt de référence pour les produits financiers. Il appartient aux acteurs du marché de poursuivre sans relâche les travaux de transition vers l'après-Libor. Ils peuvent se référer aux recommandations du groupe de travail national dont la BNS soutient les efforts. Plus vite le SARON sera utilisé dans les produits financiers, plus l'abandon du Libor sera aisé. De fait, l'établissement d'une courbe de taux d'intérêt liquide basée sur le SARON est essentiel pour assurer le bon fonctionnement du marché monétaire et des capitaux. Il s'agit d'un aspect crucial non seulement pour le système financier suisse, mais aussi pour la transmission de la politique monétaire de la BNS. Pour finir, j'aimerais encore évoquer l'adhésion de la Banque nationale suisse au réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système financier, le NGFS. Étant donné que les changements climatiques ont un impact mondial, il est essentiel que les institutions et les experts analysent et partagent leurs connaissances à l'échelle internationale. La BNS a adhéré au NGFS en avril. Ce réseau, qui compte désormais 36 banques centrales et autorités de surveillance, s'attache à analyser et à approfondir des thèmes ciblés. Il examine, par exemple, la mesure dans laquelle les risques liés au climat et à l'environnement peuvent atteindre le secteur financier, menacent la résistance du système financier et sont susceptibles d'affecter les conditions macroéconomique et la politique monétaire. La BNS mise sur un échange d'expériences et sur l'acquisition de connaissances qui lui permettront de mieux appréhender et d'anticiper les répercussions possibles. J'arrive à la fin de mes remarques et vous remercie pour votre attention. Meine Damen und Herren, Sie haben nun die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen. Ich möchte darauf hinweisen, dass Sie jetzt die Gelegenheit wahrnehmen sollten. Nach der Pressekonferenz wird das Direktorium ausschließlich elektronischen Medien zur Verfügung stellen. Die Lichtverhältnisse sind auch so, dass wir Sie nicht so gut sehen. Also machen Sie sich gut bemerkbar und stellen Sie sich kurz vor, sodass wir wissen, mit wem wir oder wenn wir die Frage beantworten. Gut. Ja, bitte. Mr. Jordan, it's Brian Blackstone, Wall Street Journal. Can you talk about how much scope you think there is to reduce already negative interest rates even further? How much more room does the S&P have in that regard? And I also wanted to go back to comments you made at the end of April where you said, I am convinced that we will at some point return to positive interest rates. I cannot tell you now when exactly that will be. It seems like whatever that date is, it's being pushed off, not just by the SNB, but by other central banks. Are you concerned that we may be entering a new easing cycle with SNB interest rates already deeply negative, interest rates elsewhere in Europe already deeply negative, and where rates are positive in the US and elsewhere very low? Are you worried about your maneuvering room and the maneuvering room of your colleagues at other central banks? Thank you. Well, thank you very much for this question. Let me give you the following answer. We implement our monetary policy at this moment through two main instruments. First is the negative interest rates on sight deposit of the banks at the Swiss National Bank. And the second one is the willingness possibility to intervene if necessary in foreign exchange markets. In both of these instruments, we still have room of maneuver,
so that we can go to an even more expansionary monetary policy. Of course, we always evaluate the necessity to do that. So we have sufficient room to change our monetary policy in order also to react to certain shocks. So this is the answer to your first question. It's very important, the two elements, the two main instruments, and we have there room of maneuver to react to shocks. Now, the second question. Of course, if you look at the global economy at this moment, the point of time when interest rates will go up is probably postponed and pushed further into the future. And this is also, of course, relevant for us, the international economic environment, but also the international environment regarding financial markets, specifically also interest rates, are very relevant for us. So we have to take that into account and see that we can adjust our monetary policy in the best possible way to this international environment. My remarks at the annual meeting regarding the futures are, of course, related to the fact that in the very long term, we have to return some kind of equilibrium interest rates. In our view, this is clearly a positive rate and not something that is negative. But the point of time when we are there again, this is, of course, very uncertain. And we adjust our monetary policy not to this very long-term equilibrium, but to the necessity of today to have adequate monetary conditions in order to fulfill our mandate, price stability, and supporting the economy. Thank you. Yeah, bitte. John Revel, Reuters. I'm paraphrasing, if I may. I was just wondering, today you described the franc as highly valued, but it's kind of reached its highest level in 2 years very recently. So at what point does it become significantly valued, or do you change the description of the currency? And what would that mean for policy if you were just to verbally change it? That's my first question. And the second one is, you only did relatively modest interventions last year. So at what sort of level would you start intervening again? I know you've kept this open as a possibility, but is there a kind of any level when you're going to restart that? And then it's the final one, sorry to be greedy, but here we go. With regards, just following up to Brian's point about the ECB, I mean, with the ECB looking to ease further, what does that mean for the SMB? How would you react to that? Thank you. Well, thank you also to this these questions. Well, let me start with your last question. I cannot comment on the policy of the European Central Bank. All I can say is that, of course, and I mentioned that before, the international environment is relevant for us. We take this international environment into account because it has an impact on the Swiss economy, and this is the way we have to think about this international environment. Now, I hope that you understand that I cannot be very specific on your first both question. The Swiss franc remains highly valued, so it means that the Swiss franc has a rather deflationary impact on the price level in Switzerland, and this is also the reason why we have negative interest rates and why we have the willingness to intervene if necessary, so that we can maintain price stability over the medium to long term and supporting the economy. Regarding our transactions, our interventions in foreign exchange markets, we are never explicit about that. We decide on the specific situation when it's necessary, and then we conduct the respective operation. Thank you. Yeah, bitte. Holger Ahlig vom Tageszeiger. Erst eine Verständnisfrage, wenn ich darf. Der neue SMB-Leitzins, was ist das jetzt genau? Ist das jetzt der, kann ich den, ist das ein Zins, den die Notenbank Geldgeschäfte tätigt, oder ist es gleichzusetzen mit den Sairon? Das ist noch nicht richtig klar geworden. Also die EZB hat ja Zinsen, mit denen Geschäfte eingesetzt werden, die FED auch. Ist der Leitzins ein Zins, der für Geschäfte genutzt wird, oder was ist das jetzt genau? Die erste. Die zweite wäre Zurbrück zum Thema Finanzstabilität. Sie hatten ja in Ihrer Rede gesagt, dass Sie die Maßnahmen für nützlich halten, einmal die vom Bundesrat, die Kapitalanforderungen für hohe Bildungsgrad zu verschärfen und parallel die Bemühungen der Bankiervereinigung zur Selbstregulierung. Welche von beiden ist Ihnen denn lieber? Danke.
Gut, vielen Dank auch für diese beiden Fragen. Ich gebe dann gleich das Wort an Kollege Zurbrück. Zur ersten Frage, wir haben das in meinen einleitenden Bemerkungen so ausführlich wie möglich beschrieben. Der SNB-Leitzins ist der Zinssatz, den wir für unsere Entscheide verwenden. Wir verwenden ihn dann in dieser Hinsicht, dass es das Ziel ist für die kurzfristigen Zinsen am Geldmarkt. Die effektiven kurzfristigen Zinsen können gemessen werden mit dem SARON. Also das Ziel ist, dass der SARON, dort werden effektive Geschäfte im Geldmarkt getätigt, nahe dem von uns festgelegten SNB-Zins ist, also das dem Ziel ist. Gleichzeitig, und ist auch ein wichtiger Punkt, legen wir Geschäfte, die wir mit den Banken machen, also geldpolitische Geschäfte, die Konditionen dieser Geschäfte, legen wir mit dem SNB-Leitzins fest. Und im Moment ist das zentrale geldpolitische Geschäft, das einen Einfluss hat auf den Zinssatz, ist die Verzinsung der Sichtguthaben der Banken bei der Nationalbank. Und deshalb ist die Verzinsung dieser Giroguthaben auf die Höhe des SNB-Leitzinses festgelegt, diese minus 0,75%. Es ist ein Zielzinssatz, mit dem kommunizieren wir das angestrebte Zinsniveau am Geldmarkt. Gemessen wird es dann mit dem SARON, das Effektive. Und es ist auch relevant für unsere geldpolitischen Geschäfte. Die können wir auch eben mit dem SNB-Leitzins dann in dem Sinne bepreisen. Gut, ich hoffe, dass das verständlich ist. Und mit dem möchte ich Kollege Zurbrück das Wort geben. Besten Dank, Thomas. Für uns ist wichtig, dass gezielte Maßnahmen getroffen werden. Wir haben die Risiken in diesem Segment der Wohnrenditeliegenschaften jetzt mehrmals unterstrichen. Und von dort her, dass eine Maßnahme getroffen wird, ist das zentrale Element. Wir haben aber auch in der Vergangenheit schon eine Präferenz für die Selbstregulierung ausgedrückt. Das ist unter anderem auch darauf zurückzuführen, dass wir ja gute Erfahrungen mit solchen Selbstregulierungen gemacht haben. In der ersten Welle der Maßnahmen, wo wir auf dem Immobilienmarkt sogenannte makroprudentielle Instrumente eingesetzt haben. Ja, bitte. Thomas Fuss, der Neue Zürcher Zeitung. Die SNB hat in ihrer geldpolitischen Kommunikation in den letzten paar Jahren ständig die Notwendigkeit einer ausreichenden Zinsdifferenz zwischen dem Franken und dem Euroraum betont. Diese Differenz ist jetzt ziemlich stark zusammengeschrumpft in jüngerer Vergangenheit. Konsequenterweise müsste man eigentlich jetzt die Zinsen in der Schweiz weiter senken, um diese Zinsdifferenz wiederherzustellen. Sie machen diesen Schritt nicht. Heißt das, dass das Argument oder diese Notwendigkeit der Zinsdifferenz in Ihrem geldpolitischen Kalkül ein bisschen an Gewicht verloren hat? Also die Antwort ist ganz eindeutig nein. Das ist eine völlig falsche Interpretation. Die Zinsdifferenz spielt weiterhin eine ganz wichtige Rolle und ist auch der Grund, dass wir weiterhin negative Zinsen haben und die Bereitschaft am Devisenmarkt zu intervenieren. Und ist auch ein Grund, weshalb ich erwähnt habe, dass wir auch bei den Zinsen weiterhin die Möglichkeit haben, zu reagieren, wenn das notwendig ist. Und wenn Sie die Entwicklung auf den Finanzmärkten der letzten Monate genau beobachten, analysieren, dann sehen Sie auch, wie die Zinsdifferenzen veränderte geldpolitische Signale, die einen Einfluss auf die Zinskurve hatten, die Wechselkurse nicht nur gegenüber dem Franken, sondern auch zwischen den anderen Währungen auch beeinflusst haben. Also ich glaube, die Analyse, unsere Analyse, was relevant ist, und auch das Argument bleibt weiterhin sehr relevant. Und für uns bleibt das, ich glaube, ein Punkt, der ganz wichtig ist. Besten Dank. Ja, bitte. Robert Meyer vom Tagesanzeiger. Herr Jordan, ich komme noch mal auf die erste Frage des Kollegen von Wall Street Journal zurück. Sie sagen schon, es gebe noch Raum für geldpolitische Manöver. Können Sie diesen Raum vielleicht mal etwas näher beziffern? Wir sind weltweit, haben wir die tiefsten Zinsen. Die Bilanz der SNB übersteigt fast schon jede Vorstellungskraft.
Wo ist denn und wie groß ist denn noch dieser Raum, wenn jetzt wieder ein zinspolitischer Abwärtswettlauf beginnt? Was kann die Nationalbank da wirklich noch dem entgegensetzen? Gut, vielen Dank. Also ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, dass ich diesen Raum nicht ganz konkret definiere. Das gehört zu unserer Fähigkeit, dann auch auf Situationen entsprechend zu reagieren. Ich möchte einfach noch einmal betonen, wir haben bei beiden Instrumenten haben wir einen Spielraum, sowohl bei den Zinsen auch auf der Bilanz. Die Bilanz hat nicht irgendwelche Dimensionen, die nicht vorstellbar sind, überschritten, sondern die Bilanz, da kommt es immer darauf an, dass wir eine Güterabwägung machen. Aber wenn diese Güterabwägung dafür spricht, dass es für die Beibehaltung oder Wiederherstellung von adäquaten monetären Bedingungen notwendig ist, die Bilanz auszudehnen, dann spricht nichts dagegen, auch hier eben die Bilanz zu benutzen, um eben das Mandat, das wir haben, Preisstabilität und Unterstützung der Wirtschaft entsprechend erfüllen zu können. Also diese Elemente sind zur Verfügung und mit denen werden wir uns in dem Sinne auch auseinandersetzen, wenn es eben notwendig ist. Vielen Dank. Ja, bitte. Ich hätte noch eine Nachfrage zum Hypothekarmarkt. Was hält denn die Schweizerische Nationalbank von der Idee, eine staatliche Bank als zusätzlichen Wettbewerber hier auftreten zu lassen, wo die Risiken ja schon sehr hoch sind? Ist das eine gute Idee? Gut, also Sie sprechen die PostFinance an oder was ist Ihre Frage konkret? Gut, ja, ich wollte den Namen jetzt nicht nennen, weil zu Einzelinstituten nicht sagen, deshalb habe ich ein bisschen umschrieben. Ja. Es ist immer wichtig, dass man weiß, von was man spricht. Deshalb habe ich versucht, das noch kurz sicherzustellen. Ich gebe hier das Wort an Kollege Zurbrück gerne. Ich kann es relativ kurz fassen. Ich glaube, wir sind grundsätzlich der Meinung, dass Wettbewerb eine gute Sache ist. Wichtig ist, dass die Spieße gleich lang sind. Und was selbstverständlich berücksichtigt werden muss, ist gerade in einem Umfeld, das im Moment relativ angespannt ist, also ein Newcomer, der hier mit relativ großen Kreditvolumen eintritt, müsste relativ sorgsam in diesen Markt eintreten. Gut. Ja, bitte. Lino Terlizzi per il Corriere del Ticino, il Sole 24 Ore. Je voudrais savoir si dans vos scénarios il y a encore la possibilité, je peux imaginer worst case scénario dans le cas, il y a encore la possibilité d'une sortie de pays de la de l'euro. Et si vous pensez en particulier que l'Italie pourrait dans le futur sortir de l'euro. Merci beaucoup, M. Terlizzi, pour cette question. C'est une question énormément politique, alors on ne peut pas vraiment commenter sur un développement si grave dans l'Union européenne et dans la zone euro. Je peux seulement souligner que l'Europe en général, mais aussi la zone euro. Les deux sont des partenaires énormément importants, des partenaires économiques, commerciaux pour la Suisse. Et nous avons un grand intérêt que la situation économique dans ces régions, dans les deux régions, Union européenne et la zone euro, reste bonne, parce que c'est un marché énormément important. Et on voit toujours, quand il y a des problèmes, pas seulement l'Italie, mais on a eu maintenant aussi des problèmes dans l'industrie automobile en Allemagne, que ça a un impact immédiat sur l'industrie suisse. Alors, même avec une plus grande diversification du commerce international de la Suisse vers les pays asiatiques ou vers les États-Unis, l'Europe reste une région énormément importante. Et pour ça, on a un intérêt que la croissance, le développement dans cette région reste un niveau bon pour nous. Merci. Ja, bitte. Luke Heiton, Market News. Governor, the Fed is currently undertaking, and it appears the ECB may be considering, a review of its monetary policy strategy. Do you think that's necessary and appropriate, and is it something you could envisage the SNB doing? Well, thank you. I cannot speak for all the central banks. So every central bank is in charge of their own strategy. And depending on
domestic situation, sometimes a change of the strategy is necessary. So we are looking at the way our operation, our strategy works on a continuing basis. This is not something that we never analyze and then immediately make a big revisions. So we follow that very closely, but we are convinced that the way our strategy is set up is a very sensible one and helped us a lot so far to go to a very difficult environment over the last 10 years, and even before it worked relatively well. So we do not have any necessity to change a winning horse where the strategy was very helpful during the very difficult time. So we have a clear kind of target, price stability. We have a clear way to communicate through the inflation forecast, and we just adjusted today the way we communicate the target, if you want, for the short-term money market. So we believe that these elements of our strategy are very good. They help us a lot to implement monetary policy during a difficult period of time, and we see a necessity to change at this moment any of these three elements. Bitte. Drei Fragen. Der IWF hat in dem Länderbericht Artikel 4 zur Schweiz hat er die Geldpolitik als stretched bezeichnet und Fiscal Policy als underutilized. Ob Sie dazu etwas sagen könnten? Und in dem Zusammenhang, Sie haben jetzt das Inflationsziel so zwischen 0 und 2 definiert. Und wie handhaben Sie genau diese Nullergrenze? Weil, wenn es mir richtig ist, hatten wir, glaube ich, in den letzten Jahren schon also Landesindex der Konsumentenpreise negativ. Und vielleicht noch eine Frage an Herrn Zurbrück. Wenn man jetzt bei den Renditewohnliegenschaften quasi die Lücke schließt, dann herrscht ja doch nach wie vor immer noch Anlagenotstand und dann muss man davon ausgehen, oder wie sehen Sie das, dass die Banken halt andere Vehikelmöglichkeiten suchen werden und dass man dann dort wieder Risiken hat, die sich aufbauen? Also am Schluss kriegt man dadurch wirklich die Risiken in den Griff, oder wie sehen Sie das? Gut, vielen Dank, Herr von Tobel, für die beiden Fragen. Der IWF hat eine sehr umfassende Analyse gemacht. Es stimmt, und das ist Teil seiner Analyse, während der Finanzkrise oder seit Ausbruch der Finanzkrise, muss ich sagen, also seit 2007, 2008, das wirtschaftspolitische Instrument, das in der Schweiz verwendet worden ist, um eben Bedingungen zu haben, in denen sich die Wirtschaft vernünftig entwickeln kann, das war weitgehend die Geldpolitik. Also zwar, wir haben das vorher diskutiert, die Ausdehnung der Bilanz und das starke Absenken des Zinssatzes. Und das hat auch im internationalen Vergleich dazu geführt, dass wir relativ gut durch diese schwierige Phase gekommen sind. Jetzt, was die Empfehlung der Fiskalpolitik angeht, primär ja der Bund, der Ansprechpartner, aber man muss auch sehen, dass die Erfahrungen in der Schweiz dahingehend sind, dass die Verwendung der Fiskalpolitik für die Beeinflussung der kurzfristigen Konjunktur, das heißt die Reaktion auf internationale Störungen, relativ schwierig ist. Wir sind eine exportorientierte Volkswirtschaft. Die meisten größeren Bewegungen tangieren die Exportwirtschaft. Und dort hat die Fiskalpolitik relativ wenig Spielraum, um eben einen Einfluss zu haben. Die Fiskalpolitik kann sehr stark die Bauaktivität beeinflussen und solche Aspekte, die Infrastruktur beispielsweise beeinflussen. Aber mit dem ist dann der Exportwirtschaft in einer internationalen Krise relativ wenig geholfen. Dort, wo der größte Einfluss der Fiskalpolitik eben auf den Konjunkturzyklus ist, ist über die sogenannten automatischen Stabilisatoren. Wir haben in der Schweiz eigentlich ein hervorragendes System, in dem wir die Möglichkeit haben, Kurzarbeit einzuführen und eine relativ gut ausgebaute Arbeitslosenversicherung. Und mit dem trägt eigentlich die Fiskalpolitik am meisten dazu bei, dass in schwierigen konjunkturellen Phasen eben eine Stabilisierung
erreicht werden kann. Also das einmal zur Frage Fiskalpolitik versus Geldpolitik in diesem Kontext. Vielleicht noch der andere Teil der Frage. Für uns, wir hatten schwierige Phasen, wo die Inflation temporär unter Null gefallen ist. In diesen Episoden wollen wir die Inflation eben mit unseren geldpolitischen Instrumenten zurück in den Bereich der Preisstabilität führen. Das ist immer gelungen, trotz eben Aufwertungen und schwierigen internationalen Verhältnissen. Wir haben eine Definition der Preisstabilität, die nicht einem Punktziel entspricht, sondern eben einem Bereich, unter 2, aber positiv. Und das reflektiert die Bedingungen, die für eine kleine offene Volkswirtschaft relevant sind. Es ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, permanent ein Punktziel anzustreben, sondern es gibt immer wieder das unterschiedliche internationale Entwicklungen, die dazu führen, dass manchmal die Geldpolitik eben nahe bei 2% ist oder auch manchmal eben unterhalb von 1%. Wir müssen diese Schwankungen in dem Sinne akzeptieren, aber unsere Geldpolitik danach ausrichten, dass wir über die mittlere Frist immer wieder in diesem Bereich der Preisstabilität sind. Und wenn man die letzten 20 Jahre anschaut, insbesondere auch seit Beginn dieses geldpolitischen Konzepts, das wir gerade vorher diskutiert haben, sieht man, dass es eigentlich der Nationalbank relativ gut gelungen ist, eben Preisstabilität auch über einen sehr langen Bereich aufrechtzuerhalten. Also das einmal zu Ihrer ersten Frage betreffend Immobilienmarkt gebe ich das Wort an Herr Zuböck. Danke. Sie haben völlig recht. Also die verschiedenen Anlagekategorien, Preise für verschiedene Anlagen sind relativ hoch und werden in einem Tiefzinsumfeld wahrscheinlich unter Druck bleiben. Das halten wir auch im Finanzstabilitätsbericht fest. Was uns aus Finanzstabilitätssicht vor allem interessiert, ist die Verbindung zu den Banken. Das heißt, fremdfinanzierte Investitionen. Und deswegen schauen Zentralbanken vor allem auf den Liegenschaftsmarkt, weil beim Liegenschaftsmarkt ist die Verbindung zwischen dem Investor und der Bank sehr hoch, weil die meisten Liegenschaften einen fremdfinanzierten Anteil haben. Das heißt, wenn es zu einer Korrektur dieser Anlagekategorie kommt, schlägt sich das auch bei den Banken durch. Das heißt, die makroprudenziellen Maßnahmen, die wir jetzt eingesetzt haben, zielen darauf, diese Kategorie und eben diese Risikonahme der Bank möglichst in Grenzen zu halten. Alles andere, wenn Sie Aktien kaufen oder Bonds kaufen, ist es meistens nicht mit Fremdfinanzierung getätigt und daher werden allfällige Verluste von den jeweiligen Investoren getragen. Gut, ja bitte. Angelika Gruber von Reuters. Ich wollte Sie noch fragen, Sie haben in Ihren Ausführungen vor einer neulichen starken Frankenaufwertung gewarnt. Wenn jetzt der Franken dauerhaft stark aufwertet und Sie handeln müssen, würden Sie dann eher die Zinsen senken oder würden Sie eher intervenieren? Und dann habe ich noch eine laienhafte Frage zu Saron und LIBOR. Wenn jetzt künftig der Saron der Leitzins der SNB ist, aber der Finanzmarkt und die Banken noch großteils mit dem LIBOR arbeiten, wie funktioniert das und kann das zu Problemen führen? Weil in der Vergangenheit haben sich beide gleich entwickelt, aber wer sagt, dass es auch in der Zukunft ist, wenn sie unterschiedlich besichert sind oder unterschiedliche Laufzeiten haben? Danke. Gut. Auch vielen Dank für diese beiden Fragen. Also zur ersten Frage. Wir überlegen immer, was ist die beste Kombination für unsere geldpolitischen Instrumente einzusetzen und dann entscheiden wir. Es gibt keine in dem Sinne vordefinierte Reaktion. Deshalb kann ich diese Frage auch nicht präzis beantworten. Ich möchte Andrea Mechle das Wort geben für die Beantwortung Reaktion des Marktes auf eben die Ablösung des LIBORs. Très bien, merci beaucoup, Thomas. Erstmal, der Saron ist nicht ein SNB-Zins, es ist ein Marktzins. Es ist im Moment der aussagekräftigste Zins im Geldmarkt, im kurzfristigen besicherten Geldmarkt. Deshalb fokussieren wir auch immer mehr auf den Saron. Was heißt das? Wir kommunizieren mit dem SNB-Leitzins, wohin wir die Geldmarktzinsen sehen wollen.
Und wie können wir verstehen, wo sind denn genau diese Geldmarktzinsen? Da gucken wir, wo steht der Saron im Moment. Im Moment steht er ungefähr bei 0,75. Und Sie haben schon recht, im Moment wird der Libor noch stark in Finanzprodukte benutzt. Und das muss sich ändern. Die Marktanteilnehmer müssen mehr und mehr neue Produkte schaffen, die Saron-basiert sind. Und das ist eine große Herausforderung. Die ist nicht neu. Es gibt die National Working Group auf dem Libor. Davon habe ich auch fast jede Pressekonferenz gesprochen. Die arbeiten daran, es werden Lösungen verarbeitet, aber am Ende müssen die Marktteilnehmer diese Produkte schaffen und noch wichtiger, diese Produkte benutzen. Und weshalb am Ende braucht es einen liquiden Markt, einen liquiden Saron-basierten Markt, es braucht eine Zinskurve. Und wir wollen nicht mehr die Libor-basierte Zinskurve, wir wollen auf eine Saron-basierte Zinskurve. Und je mehr der Saron jetzt wirklich benutzt wird vom Markt, je rascher und je einfacher wird auch die Umstellung sein. Gut. Ja, bitte. Philipp Beglein, Finanz und Wirtschaft. Ich habe noch eine Frage zum neuen Leitzins. Im Moment entspricht er ja dem Zins für die Giroguthaben. Wie sähe das in guten oder in normalen Zeiten mit positiven Zinsen aus? Wäre dann der Leitzins quasi der Zins, zu dem die SNB den Banken Geld ausleiht, statt umgekehrt? Es ist jetzt, bei der EZB gibt es ja immer noch 3 Leitzinse und die SNB hat jetzt nur noch einen. Wechselt er dann quasi sein Gesicht, wenn man so will, je nach Lage? Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage, in der Finanzkrise haben Sie das Zielband verkleinert als wichtiges Signal an den Markt. Das geht jetzt nicht mehr. Ist das ein Nachteil gegenüber früher? Und die dritte Frage, so wie Sie die Inflationsprognose, die bedingte, erklärt haben, kann man die als Forward Guidance oder Leitlinie der SNB für die künftige Geldpolitik interpretieren? Gut, vielen Dank für diese 3 Fragen. Ich fange von hinten an. Die Inflationsprognose, so wie wir sie publizieren, ist eine bedingte Inflationsprognose. Sie geht davon aus, dass die Geldpolitik, was den Zinssatz angeht, unverändert bleibt. Jetzt, wenn Sie die Inflationsprognose haben, die praktisch schon nach 4 Quartalen über 2% hinausgeht, dann ist das ein Signal dafür, dass die gegenwärtige Geldpolitik zu expansiv ist, um mittelfristig die Preisstabilität aufrechtzuerhalten. Und das heißt, es müsste wohl eine Anpassung der Geldpolitik erfolgen. Jetzt, wenn die Inflationsprognose nur quasi gemächlich ansteigt und entweder gar nicht oder erst gegen Ende des Prognosezeitraums, gegen diese 2% ansteigt, dann bedeutet das, es gibt eigentlich aus einer geldpolitischen Perspektive kaum einen Grund, die heutige Geldpolitik sofort anzupassen. Vielleicht kommt das einmal, aber die Indikation ist so, dass das eigentlich nicht der Fall sein muss. Also ein Beispiel zu machen, wenn Sie die jetzige Prognose anschauen, die auf dem Negativzins von minus, eben SNB-Leitzins, muss ich sagen, von minus 0,75% beruht, dann steigt die, obwohl das extreme Bedingungen sind, Ende der Prognose, also Anfang 2022, knapp auf 1% oder darüber. Das heißt, es gibt kaum einen Grund, die Geldpolitik entsprechend anzupassen. Das ist hier eben diese Art und Weise, wie man aus der Inflationsprognose den Anpassungsbedarf, wie dann die Geldpolitik allenfalls genau angepasst würde, das ist dann aber nicht direkt ablesbar. Dann der zweite Punkt, eben das Zielband, das wurde eingeführt mit der Einführung des geldpolitischen Konzepts Ende 1999 und dort hatte man ja diesen 3-Monats-Libor, der eben größeren Schwankungen unterworfen ist im Vergleich zu einem Tagesgeldsatz. Die Verengung des Bandes war ja vor allem nötig, weil wir auch gegen Null gekommen sind und weil diese Veränderungen oder die Erwartungen, dass die Zinsen gleich nach oben gehen, sowieso verschwunden sind. Und durch das konnte man eine präzisere Indikation geben, wo wir die Zinsen am Geldmarkt genau hätten. Jetzt mit dem Wechseln auf einen Tagesgeldsatz haben wir eigentlich diese Präzision, was per Definition, weil der Tagesgeldsatz sehr direkt
durch die Operationen der Nationalbank bestimmt werden kann. Und durch das brauchen wir auch nicht ein Zielband. Variationen bei diesem S&P-Leitzins sollten eigentlich immer umsetzbar sein auf den Markt. Jetzt, was Ihre ursprünglich erste Frage angeht, wie der S&P-Leitzins dann für die verschiedenen geldpolitischen Instrumente eingesetzt wird, wenn wir aus dieser Negativzinssituation einmal zurück in eine alte, normale Welt kommen, das werden wir dann kommunizieren, wenn wir dort sind. Das wird dann sehr stark davon abhängen, welche Geschäfte verwendet werden, um eben den Zins, einen positiven Zins am Geldmarkt zu erreichen. Wir haben das schon an verschiedenen Orten diskutiert. Es gibt eine ganze Reihe von Instrumenten, die man einsetzen kann. Aber der S&P-Leitzins, der wird auch eben bei der Bepreisung, bei der Umsetzung, der Verwendung dieser unterschiedlichen Instrumente eine Schlüsselrolle spielen, weil das ja das klare Signal ist dann, auch wie wir das verwenden. Aber präzis und erklären, wie das dann funktioniert, werden wir dann machen, wenn wir auch eben diese Instrumente effektiv einsetzen. So wie wir das vorher diskutiert haben, geht das wohl noch eine Zeit lang, bis es dann aktuell ist, dass wir hier diese Instrumente auch tatsächlich so einsetzen werden. Ja, bitte. Toni Zulauf, CH Media. Ich hätte noch eine Frage zum Devisenkartell. Zum Devisenkartell. Das Devisenkartell der Internationalen Bank wurde ja kürzlich auch von der in einem Entscheid der Wettbewerbskommission in der Schweiz bestraft. Und in allen anderen größeren Ländern, EU und USA, sind ja diese Entscheide bereits gefallen. Mich würde interessieren, es wird ja Zivilklagen geben gegen diese fehlbaren Banken. Es ist ein Schaden entstanden für viele Leute, für viele Investoren. Sie sind auch ein großer Akteur auf dem Devisenmarkt. Die Nationalbank ein sehr großer, der größte. Mich würde interessieren, was das, diese Erfahrung mit diesem Devisenkartell für Sie bedeuten, ob Sie Konsequenzen daraus gezogen haben. Ob das Business für Sie einfach gleich weitergeht wie vorher. Ja, genau. Gut, also eben, ich kann hier nicht in die Details eingehen, was die WEKO in Bezug auf, wie Sie sagen, das Devisenkartell genau geht. Ich möchte einfach darauf hinweisen, auf zwei Sachen. Ich möchte dann noch Kollegin Beckle das Wort geben, weil es ja einen neuen FX-Code gibt, der für alle relevant ist, die mit uns Devisengeschäfte abschließen. Aber der erste Punkt ist der folgende. Wir sind in einer Situation, wo wir am Devisenmarkt intervenieren, wenn wir zu einer bestimmten Konstellation oder einem Kurs einen Einfluss haben möchten. Und das ist eine unterschiedliche Situation von einem, sagen wir, Exporteur oder Importeur, der quasi der Bank den Auftrag gibt, entweder seine Franken bestmöglichst in Dollar zu tauschen oder seine Dollar bestmöglichst in Franken zu tauschen. Wir wollen einen Einfluss nehmen auf den Kurs, indem wir eben unsere Transaktionen am Markt entsprechend festlegen. Und das ist eine andere Situation. Wir haben uns mit der Frage des der WEKO-Sache noch nicht im Detail beschäftigt. Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, ist dieses Code of Conduct. Und Andrea Mechler kann kurz auch auf das noch eingehen. Ja, also es gab Probleme. Sie haben von einem Devisenkartell, ich würde es nicht so nennen, aber es gab Probleme auf dem FX-Märkte. Und das ist international bekannt. Und deshalb haben Zentralbanken und Aufsichtsbehörde und mit dem Privatsektor, das war auch sehr, sehr wichtig, mit den FX-Händlern, sind zu einem Global FX Code of Conduct gekommen. Und dieser FX Code of Conduct ist letztes Jahr wurde live gebracht.
Und der wurde jetzt umgesetzt, auch in der Schweiz. Das wird vom Privatsektor getragen, aber mit den Behörden, um sicherzustellen, dass es geht. Das heißt, über was sind die Richtlinien, was ist Compliance, wie sollen sich FX-Händler im Markt umgehen. Der wird auch bei uns, wir haben dafür auch ein Swiss FX Committee geschaffen, wo wir als Co-Chair da sind mit dem Privatsektor, das heißt die FX-Händler, weil dieser Code, wie jeder Code, der muss nicht nur einmal aufgestellt werden, der muss auch immer regelmäßig überprüft sein. Das sind Märkte, die sich sehr stark entwickeln, auch wegen digitaler Entwicklung, und da wird sehr viel gemacht, um genau solche Probleme nicht mehr zu haben. Gut, und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist noch, wenn jemand eine Gegenpartei der Nationalbank ist, muss er diesen FX-Code akzeptieren. Ja, das ist eine sehr wichtige, wo wir eine große Rolle spielen, weil wir genau manchmal viele Geschäfte in diesem Markt treiben. Unsere Gegenparteien müssen absolut diesen Code unterzeichnet haben. Merci. Gut. Dieser Code, sagen wir mal, eine Verletzung dieses Codes, was für Folgen kann man sich denn da vorstellen? Also wir haben ja inzwischen Erfahrung mit Verletzungen von Codes, die nicht wirklich folgenschwer waren für die entsprechenden Akteure. Also noch nicht, der ist relativ neu. Und alle Akteure sind wirklich sehr sensibel darauf, um das auch keine Verletzungen zu haben. Der Punkt ist, also es ist auch in jedem Land anders, das kommt darauf an, wir als Zentralbank, wir sind nicht die Aufsichtsbehörde. Viel ist Moral Suasion, zum Beispiel bei uns, wenn es Verletzungen gibt, könnten die mit uns keine Geschäfte mehr treiben. Und das kann natürlich ein sehr wichtiges Ziel sein. Mhm. Also ich glaube, dieser letzte Punkt, den Andrea Mechler erwähnt hat, ist wirklich einschneidend. Wenn jemand diesen Code nicht beachtet oder mehrmals nicht beachtet, dann verliert diese Bank die Möglichkeit, eine Gegenpartei. Und das ist nicht nur mit uns, es ist eigentlich die Idee mit allen relevanten Zentralbanken. Und das ist schon etwas, was keine Geschäftsbank eigentlich wagen sollte, dass sie nicht mehr in die Kategorie der Gegenparteien von Zentralbanken fällt. Das wäre ein extrem, sagen wir, Einschnitt in das Prestige einer Bank. Kann ich vielleicht sagen, ich meine, am Punkt dieser FX Global Code, genau weil es ein Markt ist, der FX-Markt ist ein offener Markt, hat wirklich eine sehr wichtige Standardisierung, Harmonisierung gebracht über dem Conduct. Was muss wirklich gemacht werden, um genau sicher zu sein, genügend transparent und dass solche Probleme auch nicht mehr aufkommen. Ja. Gut, ich glaube, Sie haben noch eine Frage. Jawohl, Michael Brecher vom Handelsblatt. Ich habe noch eine Frage an Herrn Zurbrück. Sie haben ja vorhin ausgeführt, dass die beiden Großbanken da einen Großteil ihrer Hausaufgaben gemacht haben, wenn es zum Beispiel an die Going Concern-Anforderungen geht, dass man auch bei Too Big to Fail vorankommt. Jetzt ist in den letzten Monaten viel spekuliert worden über grenzüberschreitende Zusammenschlüsse. Deshalb die Frage aus Finanzstabilitätssicht, wäre das denkbar? Könnten die das machen? Oder käme man dann wieder in so ein Too Big to Fail-Problem? Hätten die ihren Segen für einen grenzüberschreitenden Deal? Also die Antwort ist relativ klar. Unsere Too-Big-to-Fail-Gesetzgebung gilt für die Schweiz, gilt für alle Institutionen. Wenn es einen Zusammenschluss gibt, ob der national oder grenzüberschreitend ist, muss er diese Regulierung erfüllen. Und von dort her, wir stellen sicher, dass Institute abhängig von ihrer Größe genügend Puffer halten, damit sie eben diese Too-Big-to-Fail-Risiken, die sich ja an der letzten Finanzkrise materialisiert haben, nicht mehr materialisieren und vor allem keine staatliche Unterstützung fordern. Aber von daher, diese Regulierung würde so oder so gelten. Gut, ja, Herr Mayer. Die britischen Behörden haben ja erst unlängst wieder so ein bisschen ihr Unbehagen darüber geäußert, dass es mit der LIBOR-Umstellung nicht so rasch vorangeht, wie sie sich das eigentlich wünschen würden. Muss man die Äußerungen von Frau Mechler im Referat und jetzt auch mündlich in ähnliche Richtung deuten, dass sie sich auch, was die Umstellung vom LIBOR auf den Saron betrifft,
einen etwas größeren Effort von der Finanzindustrie erwarten oder begrüßen würden. Gut, vielen Dank. Ich gebe gleich das Wort an Andrea Michler. Also was klar ist, ist, dass der LIBOR von der Finanzmarktaufsichtsbehörde nicht mehr unterstützt wird nach 2021. Das steht ganz klar im Raum. Wie schnell gehen jetzt diese Umstellungsarbeiten? Jedes Land macht ihre eigenen Arbeiten, fängt auch von verschiedenen Anhaltspunkten. Es ist wirklich ein großer Effort, wie Sie gesagt haben. Und ich glaube, es gibt so zwei Märkte. Es gibt den Nationalmarkt, man kann daran denken, den Kreditenmarkt, den Hypothekarmarkt, der viel großerweise LIBOR-basiert ist. Da muss wirklich jedes Land selber ihre neuen Produkte machen, jede Bank muss das machen. Das können wir aber auch in der Schweiz machen. Und da sind wir mit der National Working Group schon relativ fortgeschritten, wenn wir ein bisschen uns herumsehen. Wir haben auch der Sarron, der existierte schon seit 10 Jahren. Wir brauchen nicht einen neuen Zinssatz schaffen. Der Zinssatz existierte schon. Er muss jetzt als Referenzzinssatz benutzt werden. Und dann gibt es den globalen Markt, das sind die Derivatenmarkt. Und da ist auch sehr viel, das ist sehr komplex, das sind sehr große Volumen. Der muss auch jetzt auf alternative Zinssätze laufen. Es ist nicht einfach. Früher gab es den LIBOR. Der LIBOR gab es in 5 Währungen, aber das war das gleiche Produkt. Jetzt wird es in jede Währung das eigene Alternative zum LIBOR. Also da steckt halt sehr viel Arbeit dahinter. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Mein Punkt hier, es ist extrem wichtig, dass wir in der Schweiz diese Arbeit fortfahren. Wir können uns als kleines, offenes, globales Land sonst nicht gut auf den globalen Märkten weitergehen. Und das ist für uns sehr wichtig. Gut. Ja, Herr Begler. Ich habe noch 2 Fragen. Die erste zu den Renditeliegenschaften. Dort gibt es ja auch institutionelle Investoren wie Pensionskassen, die da emsig bauen und die erreichen Sie mit dem antizyklischen Kapitalpuffer nicht. Gibt es etwas, das die SNB tun kann oder könnte, wenn es nötig wäre? Und zweitens, die SNB ist ja jetzt da zum NGFS, zu diesem Greening the Financial System beigetreten. Hat das irgendeinen Einfluss auf die Anlagepolitik der SNB, also auf die Devisenanlagen? Gut, vielen Dank. Wir fangen mit den Renditeliegenschaften und Pensionskassen an, Ritz. Gerne. Pensionskassen sind nicht von der Regulierung erfasst, da haben Sie recht. Man muss aber bedenken, dass aus Finanzstabilitätssicht Pensionskassen diese Fremdfinanzierung nicht haben. Das heißt, sie investieren ihre eigenen Mittel und falls es Verluste gibt, trägt die Pensionskasse diese Verluste. Versicherungen hingegen haben auch eine Regulierung, die sehr ähnlich sind. Aber was, glaube ich, immer ein bisschen vergessen wird, ist, man hört viel von Pensionskassen und Versicherungen, die sich überbieten bei gewissen Immobilien. Aber wichtig ist hier der Anteil dieser zwei Nachfrage ist sehr klein. Also von einem Gesamtvolumen von fast 1.000 Milliarden sind das, wenn ich es richtig im Kopf habe, etwa 5%, diese beiden Kreditvergaben. Danke. Gut, vielen Dank. Was die Anlagen angeht, gebe ich Andrea. Ja, vielen Dank. Das Wort. Klimarisikenfragen sind wichtige Fragen. Ein großer Teil, das ist eine globale Fragestellung. Es ist sehr wichtig, dass Institutionen und dass Experten sich auf diesem Gebiet austauschen auf eine internationale Basis. Das ist für uns auch wichtig. Deshalb sind wir auch an diesem NGFS zugetreten. Es ist aber nicht neu, dass wir uns über solche Fragen Gedanken machen und nicht nur Gedanken. Wir haben nämlich Maßnahmen getroffen. Sie wissen es, wir haben eine sehr strikte und sehr strukturierte Ausschlusskriterienpolitik. In Umweltschutz ist ein von den Bereichen, wo wir etwas machen. Wir üben auch Stimmrechten aus.
Und für uns ist es viel wichtiger, in diesem Bereich wirklich austauschen, gut zu verstehen, wo die Problematik ist, was sind die Herausforderungen und wie können wir zusammen, und da nehme ich das globale Wir, um solche Fragen wirklich gut zu antworten. Gut, vielen Dank. Vielleicht noch eine Ergänzung zu diesem Netzwerk. Bei diesem Netzwerk geht es ja nicht ausschließlich um Anlagen, sondern das ist sehr breit abgestützt. Unter anderem geht es auch um die Frage, inwiefern und ob überhaupt es die Geldpolitik betroffen ist durch eine Veränderung des Klimas oder auch die Finanzstabilität. Und unser Interesse, dort mitzumachen, liegt darin, dass wir diesen Erfahrungsaustausch haben können, damit wir auch sicherstellen können, dass das relevante Wissen in diesem Bereich auch bei uns entsprechend vorhanden ist. Um Ihnen ein konkretes Beispiel zu geben, angenommen, die globale Erwärmung führt dazu, dass wir regelmäßig einen tiefen Wasserstand am Rhein haben. Inwiefern hat das eine Auswirkung auf den Konjunkturzyklus und ist das eine neue Situation, die dazu führt, dass die Geldpolitik auf das reagieren soll oder nicht? A priori würde man sagen, nicht. Aber man kann nicht ausschließen, wenn diese Veränderungen einmal kommen. Und diese Sachen wollen wir diskutieren oder sicher sein, dass wir das Wissen verstehen. Oder eben das andere Beispiel ist die Finanzstabilität. Inwiefern jetzt bestimmte Entwicklungen dazu führen, dass die Risiken bestimmter Aktiven oder das Kollateral für bestimmte Geschäfte anderen Risiken unterworfen ist. Auch hier kann man sagen, aus heutiger Sicht gibt das nicht irgendetwas, was wir noch nicht berücksichtigt haben, aber die Welt verändert sich und es ist wichtig, dass wir mit dieses Wissen uns, dass wir immer dort up-to-date entsprechend sind und auch den Erfahrungsaustausch mit anderen Zentralbanken führen können. Also das ist eine ganz zentrale Motivation, dass wir eben uns entschieden haben, bei diesem Netzwerk auch aktiv mitzumachen. Gut, ich schaue in den Raum. Ja, bitte. A follow-up question, if I may. On this occasion, Herr Jordan, in your speech you mentioned about the China-US trade war as leading to like a rise in the franc. But I was wondering, there always seems to be like a crisis somewhere in the world, and I was wondering, and obviously that leads to a rise in the franc somewhere. So does that mean the SNB is always going to be in expansionary mode because you're basically reacting to world events, really, which is obviously beyond your control? That's my first point. And the second one is, talking about sort of crises, Brexit, Italy, how do you see those kind of affecting the franc in the months ahead? Thank you. Can you repeat the second point, the Brussels? No, Brexit. Brexit. Yeah, it's a big mess. Yeah. Okay. Well, to your first question, we look always at our mandate, maintaining price stability, and supporting the economy. And then, depending on where economic conditions are, where the exchange rate is an important element of it, then we have to decide what kind of instruments we are using in order to influence these monetary conditions so that they then help us to achieve our mandate. So we are in a environment of flexible exchange rates. We also take autonomous decisions, but we have to take all these international conditions, the business cycle and the exchange rate into account in order to fulfill our mandate. So, unfortunately, we are in a special mode since the beginning or since the outbreak of the financial crisis. So globally, monetary policy is always in an extraordinary way implemented. The normalization globally did not really start, with the exception of the US. So this creates still a very demanding and difficult environment for us to implement our monetary policy. And this is also the reason why we stick to our extraordinary instruments, the willingness to intervene and the negative interest rate. Now, the question regarding the trade war, this has a big impact on the global economy. And we are a small, open economy, so we depend on the possibility to import and export and to trade with many regions and many countries. So we have an interest
that the trade disputes can be de-escalated so that the possibility to trade among the countries remains intact and that the protectionist measures remain at a low level. So this is not only for us, I think this is for the world important, but it's especially important for us as a small open economy. And the discussions around the trade war at this moment, they create uncertainty, and this uncertainty has a big influence on investors' decisions, but also consumers' decisions, and that may have then a following or negative impact on global economy. So this is and Brexit. Yeah, I can say a few words on Brexit. We've seen, I mean, the pound has fallen over the last few months. It's been the biggest fluctuation among the large currency, but overall, for the markets, it's very difficult to position themselves against such political risks. The markets are more on a wait-and-see mode. The issue that we hear is, one, there is the outcome and several solutions on the table. The other one, which seems to be more important, is the certainty about whatever solution is going to be chosen. And I think until we get more certainty about, more clarity about this, the markets are pretty much in a wait-and-see mode. Thank you. But I've said it in my remarks. Interestingly, the FX markets have shown a remarkable low volatility overall, given the risk profile, the risks that are around them. But that's only when you look at the spot market. The fragility that is shown behind it, whether it's, as you mentioned, on the options market or other kind of, when you look at the correlation, the fragility is definitely there. The shocks haven't happened. And if we were to see a shock, we are absolutely convinced we will also see the impact on FX markets. Thank you. Are there any other questions? Ja, bitte. Ich hatte eine Frage, und zwar, wir sehen in der Eurozone, dass der Five-Year sich sehr gefallen ist, also dass die Inflationserwartungen sehr gefallen sind. Sie haben auch gesagt, dass in der Schweiz die ein bisschen zurückgegangen seien. Global gesehen, sehen Sie diese das mit Besorgnis, also dass die Leute sich zunehmend an tiefe Inflationsraten gewöhnen, weil, ja, danke. Gut, vielen Dank auch für diese Frage. Ich glaube, man muss immer kleinere Bewegungen auch nicht überdramatisieren. Wir haben das in der Vergangenheit immer gesehen, dass wir Bewegungen haben, sowohl bei der Inflation als auch bei den Inflationserwartungen. Ich glaube, es ist wichtig, dass es den Zentralbanken gelingt, die Inflation, aber auch die Inflationserwartungen auf einem vernünftigen Niveau zu behalten. Die meisten Zentralbanken streben eine Inflation von etwas unter 2% an. Je nachdem, ob sie mehr geschlossene oder offene Volkswirtschaften sind, ist die Formulierung dieses Ziels etwas unterschiedlich. Das ist aus unserer Sicht eigentlich eine vernünftige Diskussion. Und wir haben eigentlich im Moment wenig Indikation, dass wir hier wirklich eine komplette Verschiebung der Inflationserwartung weg von diesem langfristigen Ziel der Zentralbanken in Bezug auf die Preisstabilität sind. Ja. Andrea? Vielleicht sollte ich sagen, wie Sie es wahrscheinlich wissen, Five-Year Inflation, das ist ein Marktindikator. Oft wird gedacht, dass die auch Tail-Risiken beeinhalten. Das ist nicht wie unsere oder auch bei uns unsere Inflation, die mehr das Basisszenario einhaltet. Die Märkte, was richtig ist, ist, die Märkte sind im Moment pessimistischer, als was man auf der makroökonomischen Seite sieht. Das sieht man auch mit den langfristigen Tiefen, die sehr stark nach unten gekommen sind. Ich glaube, das ist wichtig, wie Thomas Jordan es gesagt hat, das ganze Bild weiter gut anzusehen. Gut, schaue ich in den Raum. Ich sehe keine weitere Frage. Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer, möglichst einen ruhigen, ohne größere Turbulenzen. Und wir freuen uns, Sie hoffentlich auch an unserem Nachtessen mit der Presse zu sehen und dann an der nächsten Lagebeurteilung. Wir schließen die Pressekonferenz und danken für Ihre Präsenz. Besten Dank.